Gleis 4 steht ICE 21 nach Wien Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 8.51 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt D. ICE 91 to Wien Hauptbahnhof via Göttingen. Departure 8:51. First class coaches today in platform section D. Gleis 4. Abfahrt ICE 91 nach Wien Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 8:52. Vorsicht bei der Einfahrt. Platform 4. Now arriving ICE 91 to Wien Hauptbahnhof via Göttingen. Departure 8:52. Caution, the train is arriving. Information zu ICE 91 nach Wien Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 9:26 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B und C. Information on ICE 91 to Wien Hauptbahnhof via Göttingen. Departure 9:26. First class coaches today in platform section B and C. Gleis 3. Einfahrt ICE 91 nach Wien Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 9:26 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B und C. Vorsicht bei der Einfahrt. Platform 3. Now arriving ICE 91 to Wien Hauptbahnhof via Göttingen. Departure 9:26. First class coaches today in platform section B and C. Caution, the train is arriving. Gleis 3 steht ICE 91 nach Wien Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 9:26 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B und C. Platform 3. ICE 91 to Wien Hauptbahnhof via Göttingen. Departure 9:26 Uhr. First class coaches today in platform section B and C. Information zu ICE 684 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 9:36 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Information on ICE 684 to Hamburg-Altona via Hamburg Main Station. Departure 9:36. Delayed today by about 5 minutes. Information zu ICE 684 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 9:36 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Information on ICE 684 to Hamburg-Altona via Hamburg Main Station. Departure 9:36. Delayed today by about 10 minutes. Gleis 8. Einfahrt ICE 684 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 9:36 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Platform 8. Now arriving ICE 684 to Hamburg-Altona via Hamburg Main Station. Schedule departure 9:36. Caution, the train is arriving. Information zu RB 38 nach Hamburg-Harburg über Walsrode. Abfahrt 9:51 Uhr. Heute ohne Halt in Langenhagen-Mitte. Grund dafür ist eine Umleitung.
Informationszug RE1 von Norddeich. Ankunft 10.38 Uhr. Heute circa 50 Minuten später und von Gleis 11. Ich wiederhole. RE1 von Norddeich. Ankunft 10.38 Uhr. Heute von Gleis 11. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 11, Einfahrt RE1 von Norddeich. Weiter als RE1 nach Norddeich-Mole über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 11.20 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 772 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 11.20 Uhr. Heute ca. 25 Minuten später. Information on ICE 772 to Hamburg-Altona via Hamburg Main Station. Departure 11.20. Delayed today by about 25 minutes. Information zu ICE 942 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Dortmund. Abfahrt 11.31 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt C, D und G. Information on ICE 942 to Düsseldorf Main Station via Dortmund Main Station. Departure 11.31. First class coaches today in platform section C, D and G. Information zu RE1 nach Norddeich-Mole über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 11.20 Uhr. Heute von Gleis 11. Direkt gegenüber. Ich wiederhole. RE1 nach Norddeich-Mole über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 11.20 Uhr. Heute von Gleis 11. Direkt gegenüber. Information zu IC 2032 nach Emden Hauptbahnhof über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 20.45 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B. Information on IC 2032 to Emden Hauptbahnhof via Bremen Hauptbahnhof. Departure 20.45. First class coaches today in platform section B. Information zu ICE 542 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Dortmund mit ICE 552 nach Köln Hauptbahnhof über Wuppertal Hauptbahnhof. Abfahrt 20.31 Uhr. Heute ca. 50 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Wir bitten um Entschuldigung. Information on ICE 542 to Düsseldorf Main Station via Dortmund Main Station with ICE 552 to Cologne Main Station via Wuppertal Hauptbahnhof. Departure 20.31. Delayed today by about 40 minutes due to a delay in a previous journey. We apologize for any inconvenience. Gleis 11, Einfahrt ICE 542 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Dortmund in den Abschnitten E bis G mit ICE 552 nach Köln Hauptbahnhof über Wuppertal Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis D. Abfahrt ursprünglich 20.31 Uhr. Zug wird in Hamm Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Platform 11. Now arriving ICE 542 to
to Düsseldorf Main Station via Dortmund Main Station in platform sections E to G with ICE 552 to Cologne Main Station via Wuppertal Hauptbahnhof in platform sections A to D. Scheduled departure 2031. The train will be split up in Hamm Hauptbahnhof. Caution, the train is arriving. Gleis 4, Einfahrt ICE 775 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 20.41 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt E, F und G. Vorsicht bei der Einfahrt. Platform 4. Now arriving ICE 775 to Frankfurt Central via Göttingen. Departure 2041. First class coaches today in platform section E, F and G. Caution, the train is arriving. Information zu ICE 887 nach Wiesbaden Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 21.26 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Störung bei einem anderen Zug. Information on ICE 887 to Wiesbaden Hauptbahnhof via Göttingen. Departure 21:26. Delayed today by about 10 minutes due to technical damage to another train. Hauptbahnhof über Göttingen mit EN 40.
Biel, 91 nach Innsbruck, Hauptbahnhof, Abfahrt 21:57 Uhr. Heute circa 60 Minuten später. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf. Wir bitten um Entschuldigung. Information on train 491 to Wien Hauptbahnhof via Göttingen with EN 40491 to Innsbruck Hauptbahnhof. Departure 21:57. Delayed today by about 60 minutes. Due to delays in operations, we apologize for any inconvenience. Gleis 3 steht zu 491 nach Wien Hauptbahnhof über Göttingen in den Abschnitten D bis G mit EN 40. 491 nach Innsbruck Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 21:57 Uhr. Zug wird in Nürnberg Hauptbahnhof geteilt. ICE 957 to Berlin Gesundbrunnen via Berlin Central. Departure 22:34. Delayed today by about 45 minutes. Due to technical damage to the train, we apologize for any inconvenience.